überall machen dir Probleme, bringen dich zu Fall. Sei es die Frisur oder nur ein platter Reifen, sie bringen dich echt gerne zur Verzweiflung. Treib Unfug und zwar jederzeit, auch wenn du es nicht glaubst, sie sind stets bereit. Ich zeig dir einen Freund, der sie sehen kann, denn er kennt sich aus und kommt an sie ran. Er hat einen Yokai, Yokai Watch. Seinen guten Freunden hat er Riesenspaß. Du brauchst dich nicht zu fürchten, er lässt sich nicht beirren. Seine Freunde sind gespenster, doch dafür hat er die Yokai Watch. Yokai, Yokai Watch. Yokai, Yokai Watch. Er lässt sich nicht beirren, seine Freunde sind gespenster, doch dafür hat er die Yokai, Yokai, Yokai Watch. Herzlich willkommen zu Let's Play Yokai Watch 2 Kräftige Seelen. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Yokai Watch nach Europa gekommen ist. Wir haben letztes Jahr dann das Spiel für den 3DS Let's Played. Die Fernsehserie lief im TV und allgemein kam es bei euch eigentlich ganz gut an. Der Riesenhype war es nicht, aber viele fanden es ziemlich geil. Es war auch das beliebteste Projekt auf meinem Kanal 2016. Und am 7. April 2017 erscheint nun der zweite Teil in zwei Editionen, Kräftige Seelen und Knochige Gespenster. Wie ihr unschwer erkennen könnt, werde ich Kräftige Seelen let's playen. Die Unterschiede sind allerdings ziemlich gering. Es gibt ein paar andere Yokai. Die größte Änderung in meinen Augen ist das andere Opening. Und das von Knochige Gespenster habt ihr vor ein paar Tagen auch schon bei mir gesehen, als ich die Demo-Version zu Yokai Watch 2 gezeigt habe. So, ich würde sagen, wir können beginnen. 45 Minuten Livestream-Material sind erlaubt und dann nochmal 45 Minuten Direct mit Schnitten allen 10 Minuten, also maximal 10 Minuten zusammenhängendes Videomaterial. Das sind die Regeln, die habe ich nicht gemacht, aber ich muss mich dran halten. Deswegen nutzen wir die Zeit sinnvoll. Okay, wähle dein Geschlecht. Das ist doch nicht so schwierig. Und den Namen. Gerne. Also gut. Großschrift L, P, M und jetzt klein. Passt. Ihr müsst nicht zwingend den ersten Teil gespielt haben, um hier einzusteigen. Auch allen Quereinsteigern wünsche ich viel Spaß bei diesem Projekt. Yokai Watch, kräftige Seelen. Yokai Watch 2, bitteschön. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die darin vorkommenden Menschen, Orte und Organisationen sind rein fiktiv. Yokai Watch 2, kräftige Seelen, nutzt die 3DS-Systemuhr. Die Systemuhr neu einzustellen hat Folgen für den Spielverlauf. Yokai Watch 2, kräftige Seelen, sicher Zusatzdaten auf der SD-Card. Löschen diese Daten beeinflusst eventuell Speicherdaten im Spiel. Wichtige Infos. Okay, geht's los? Yokai Watch. Das abscheuliche Gerät, das Menschen und Yokai verbindet. Hat keinen Platz in unserer idealen Welt. Die verschwindende Uhr. Heißt das nicht die verschwundene Uhr? Oder verschwindet die immer wieder? Na, offensichtlich. Wie immer pennt er ohne Bettdecke. Wach auf, Let's Play Markus, du solltest nicht so viel schlafen, trotz Ferien. Natürlich hat er wieder Ferien. Und lass mich, wenn ich Ferien habe, dann will ich gefälligst... Oh, verdammte Axt. Noch 5 Minuten, lass mich noch 5 Minuten schlafen. Keine Chance, du hast versprochen, dass du heute mit uns einkaufen gehst. Beeil dich und mach dich fertig. Sonst mach ich dich fertig.
Okay, ich bin aber noch müde. Ganze Nacht Let's Plays geschaut und jetzt werde ich schon um 15 Uhr aus dem Bett geschmissen. Spaß. Bewege dich mit Hilfe des Schiebepads. Während du dich bewegst, halte den B-Knopf gedrückt, um zu rennen. Sprich mit deiner Mutter. Das ist mal eine schwierige Aufgabe. Alles klar. Er wundert sich nicht, dass seine Yokai Watch fehlt? Oder kriegt das noch nicht spitz? Und wo ist Whisper? Guten Morgen, Let's Play Markus. Guten Morgen. Hey, hast du gestern Abend in dein Tagebuch geschrieben, Let's Play Markus? Oh, hab ich irgendwie vergessen. Woher weißt du das? Tut jede Nacht stalken, was ich reingeschrieben habe. Du musst es jeden Tag aktualisieren oder du vergisst, was du gemacht hast. Okay, ich aktualisiere es. Wähle Tagebuch im Menü, um deinen Fortschritt zu speichern. Vergiss nicht, dein Tagebuch häufig zum Speichern zu benutzen. Papa wartet draußen, soll es also auch rausgehen, Let's Play Markus? Ich muss erst das Haus abschließen. Jo. Dann Schuhe direkt angezogen. Auch immer schön. Schupp. Wenn es im Real Life auch so schnell gehen würde. Und da haben wir ihn auch schon. Ah, endlich wach, wie ich sehe. Dann lass uns gehen, Let's Play Markus. Yay, wir gehen. Alles klar, los geht's. Los geht's. Fahr vorsichtig, Schatz. Aha, wir gehen nicht, wir fahren. Das ist mal eine niedliche kleine Familienkutsche. Sieht aus wie mein alter Wagen. Aber die haben eine eigene Einfahrt. Ne? Ich habe ein relativ kleines Auto geholt, damit ich in Parklücken mich reinquetschen kann. Na denn. Ran geht's ans Geld ausgeben. Der Vater schuftet, die anderen geben's aus. Der wartet vor allen Dingen draußen. Ich würde wenigstens mitgehen. Ja, die machen sich einen schönen Tag. Das ist gut, muss auch mal sein. Jetzt noch was schnabulieren und alles ist in Ordnung. Wunderschön. Wenigstens streiten die nicht wie in Yo-Kai Watch 1 am Anfang. Hier ist alles Töfte. Hey Schatz, wie wär's mit ein paar Leckereien, bevor wir heimfahren? Haha, du hast meine Gedanken gelesen. Ich sage Kreppel. Ganz genau. Wir hatten die Diskussion in der Demo-Version, in dem Video, was ich gemacht habe. Regionsbedingt, man nennt sie Berliner, Pfannkuchen, Krapfen, Kreppel und ja, bei mir hier in Hessen sagt man Kreppel und deswegen nehme ich mir die Frechheit heraus, jedes Mal Kreppel zu sagen, wenn da Krapfen steht. Tut mir leid, liebes deutsches Übersetzungsteam. Ihr seid Team Krapfen, ich hab's gemerkt. Zumal es, ich denke mal, nicht mal wirkliche Kreppel, Krapfen, was auch immer sind, sondern irgendwas Japanisches. Das passt halt nur dazu. Ne? Da haben wir es. Gespenstkrapfen. Okay. Da steht Seelenkrapfen. Oh, muss ich jetzt wählen irgendwie? Aber ich habe doch schon gewählt, indem ich die kräftige Seelen-Edition gekauft habe. Beziehungsweise ich habe sie von Nintendo freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Hä? Das sind zwei Krapfenläden. Kreppelläden. Verdammt. Gespenst und Seelenkreppel. Mama, Papa, welche sollen wir holen? Gespenst natürlich. Komm schon, lass uns gehen. Keine Chance. Wir sind eine Seelenfamilie. Oh oh. Nein, nein. Beim Thema Kreppel gibt es keine Kompromisse. Gespenster. Aber ich mag doch nur die Krapfen vom Seelenkreppelladen. Wovon redest du? Die Füllung vom Gespenstkreppel sitzt viel besser. Keine Chance, Seelenfüllung ist zart, mächtig und lecker und viel besser. Und die diskutieren das da mitten auf der Straße aus, ne? Nicht irgendwo auf dem Bürgersteig, nein. Meinst du das ernst? Jeder weiß, dass Gespenstkreppel viel besser sind. Du bist verrückt. Seelenkreppel sind die Besten der Stadt. Die Besten! Die auf der Straße beefen sich auch schon. Okay. Besser wäre es gewesen, der links heißt Grapfen, der rechts heißt Kreppel. Naja, die streiten sich wegen dem Namen. Naja, dann bleibt nur noch eins. Welche sollen wir holen, Let's Play Markus? Gute Idee. Wir sollten das dir überlassen, Let's Play Markus. Was? Warum muss ich entscheiden? Also gut, hier ist etwas Geld. Kauf die besten Kreppel, Let's Play Markus. Du hast 10 Euro für Kreppel erhalten. Ah, alles klar, denke ich. Aber ich bin mir sicher, Let's Play Markus wird Gespenst oder Gespenster.
Nein, unser Let's Play Markus ist ein Seelenkind. Seelen! Gut. Kann ich vielleicht irgendeine Mittellösung finden? Ich würde ja ungern irgendjemanden... Alter, ich wäre überfahren worden. Ungern irgendjemand recht geben. Lass uns für den Moment nicht zu weit weggehen. Okay. Ja, da ich mich für die Seelen-Edition entschieden habe, kaufe ich auch Seelenkreppel. Alter, wie sieht er aus? Willkommen, kann ich dir ein paar Seelenkreppel anbieten? Eine Familienachterpackung kostet nur 9 Euro. Wie wär's damit? Ja, okay. Danke, komm bald wieder. Warum nicht einfach von beiden? Und jeder isst, was er mag. Bäm, die Lösung. Melde dich bei Mama und Papa. Ich habe nicht genug Geld. Hast wohl schon eine Wahl getroffen. Probier auch mal Gespenstkreppel. Vor allem sieht er auch ziemlich tot aus. Ja, Mutter, ist da bitte. Hab bis jetzt wenig mit Yokai zu tun, aber... Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Ich hab ein paar Kreppel gekauft. Warum musst du immer so sein? Was? Wenn du dich so kindisch verhältst, dann tue ich das auch. Hey, ich habe ein paar Kreppel gekauft. Vor allen Dingen, sie streiten sich doch wieder. Christine on the run, hä? Überreicht Seelenkreppel. Danke. Wir sind nicht weit von zu Hause. Geh doch schon mal, wir müssen reden. In Ordnung. Oh je. Ich glaube, jede Wahl wäre hier falsch gewesen. Echt übel. Hoffentlich werde ich kein Scheidungskind dadurch. Wegen Kreppel. Was ist bloß los mit Mama und Papa? Sie sollten nicht über Kreppel streiten. Das ist wirklich komisch. Hey! Bär und Freddy! Let's play Markus! Bär, Freddy, was macht ihr zwei gerade? Wir wollten dir was echt Tolles zeigen, Let's Play Markus, nicht, Freddy? Okay, hier kommt's. Fertig? Tada! Mega Watches! Was zum? Ja, obwohl, als ich so in dem Alter war, als ich ein Kind war, da waren auch diese fetten Plastikuhren total in. Gibt's die noch heutzutage? Sind die noch? Okay. Schreib's in die Kommis. Die sind echt blieb und schwer zu finden. Wie habt ihr die bekommen? Sorgfältige Planung. Man bekommt sie 3 Monate, nachdem man sie bestellt. Sie sind wasserdicht, stoßfest, geeignet für Taucher und sogar Astronauten. Sie haben ganz 108 Funktionen. GPS, Kommunikationstechnik, Kamera. Wahnsinn, cool. Können nur bestimmt nicht die Uhr anzeigen. Die Zeit anzeigen. Der Sinn einer Uhr. Wahnsinn, cool. Ich will auch so eine. Hä? Ich hatte eben das komische Gefühl, ich würde eine Uhr vermissen. Er hat Gedächtnisschwund. Die haben ihn vergessen lassen, alles über Yokai und so. Das ist hart. Oh, Bär, wir sollten los, wir kommen zu spät. Verflixt, richtig. Wir sollten Kati nicht warten lassen. Hm? Ihr trefft Kati? Ja, wir sollten im Dreikantpark Käfer fangen. Kann ich auch kommen, ich muss nur nach Hause mein Insektenfangnetz holen. Klar, geh es holen. Wir gehen schon mal vor und treffen dich da. Bis später, Let's Play Markus. Nun, ich muss gestehen, dass Yokai Watch 1... Okay, bis später. Auch schon eine gewisse Anlaufzeit brauchte, bis es alles in die Gänge kam. Durchaus ein paar Parts. Und das scheint hier nicht anders zu sein. Denn, ja, jetzt beginnt das ganze Quatsch mit dem Käfer sammeln und so. So, wichtig, wenn ihr rüber wollt, warten und erst bei grün über die Ampel. Sonst könnte euch das von einem bösen Yokai bestraft werden. Und dann könnt ihr doch über die Ampeln gehen, über die Straße. Sinn? Lenz-Priesenallee. Also wir sind hier in Lenzhausen, wie man es kennt. Ne, oder? Ist genauso aufgebaut. Bin schneller als der Ferrari und er hupt. Was willst du denn? Auf dem unteren Bildschirm ist unser Zuhause angepinnt. Wenn man den weiblichen Charakter spielt, ist man auch woanders zu Hause, wohlgemerkt. War zumindest in Teil 1 so, ich bin mir sicher hier auch. Ich glaube, ich habe es im Garten gelassen, da sollte es noch sein. Ich muss durch die Seitentür in der Küche rausgehen. Alright, das ist hier.
Warum lässt du da dein Netz stehen? Weil du hier Käfer fangen wolltest, ja? Insektenfangnetz erhalten. Da ist es, Zeit, um ein paar Käfer mit meinen Freunden zu fangen. Irgendwie komische Hobbys. Ich glaube, das ist in Japan verbreiteter, ne? Insekten fangen. Die Käfersammler. Ist auch, woraus die Pokémon letzten Endes entstanden sind. Hey, eine Katze. So, und Benzil ist auf der Karte gekennzeichnet mit einem Pfeil. Und jetzt mit einer schroten Stecknadel. Na? Hey, Kati! Hallo, Let's Play Markus! Hallo, Katie. Kati, Katie. Perfekt! Mit Let's Play Markus können wir einen Käferfangwettbewerb starten. Gute Idee, aber wie entscheiden wir, wer gewinnt? Der den seltensten Käfer fängt. Was denn sonst? Okay, lass uns alle Käfer fangen und uns wieder hier treffen. Sagen wir 3 Käfer. Ja, fang 3 Käfer und komm wieder her. Du machst nicht mit? Doch. Ist ja zumindest ein Netz. Oh, richtig. Hier, das ist für dich, Let's Play Markus. 3-mal dunkler Sirup. Da stehen die Käfer drauf, hä? Wenn du das benutzt, kannst du die Käfer etwas leichter fangen. Danke! Okay, der Käferfangwettbewerb beginnt genau jetzt! Wie weit kann ich mich denn hier wegbewegen? Weil in Teil 1 sind wir halt in den Wald gegangen und ich sehe Parallelen. Ja, ich werde auf jeden Fall einen seltenen Käfer fangen. Also, wo bist du, seltener Käfer? Hä? Ich habe das komische Gefühl, dass sowas schon mal passiert ist. Ach, wahrscheinlich nur ein Déjà-vu. Dann befeuern wir das Déjà-vu weiter oder müssen wir im Park bleiben? Kommst du mit gewissen Bäumen näher, erscheint die Lupe. Probier mal ein paar seltene Käfer zu finden. Ich kann aber weglaufen. Na gut, bleib hier bei den Bäumen. Wo bist du, kleiner Käfer? Ah, da. Ich muss meinen Touchpoint schon mal krallen. Wechsle in den Suchmodus, indem du Orte mit der Lupe untersuchst. Halte die Linse über den Käfer deiner Wahl und fang ihn im richtigen Moment. In etwa so. Ja, und da könnte ich das Sirup benutzen. Ich glaube, ich mache das einmal. Was die Chance erhöht, dass ich das Vieh bekomme. Und das ist immer noch so, da wo man drückt, landet letzten Endes der Pfeil auch mit hoher Wahrscheinlichkeit. Erhalten Kanabun-Käfer. Okay, aber besonders selten ist der mit Sicherheit nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich probiere es mal ohne Sirup. Und es funktioniert. Die pflücken hier noch alles weg. Hier gibt es nichts. Ist das, was die wollten? Ich habe jetzt nicht so hohe Siegeschancen. Zumindest überall, wo Ausrufezeichen sind, sollte ich mal mindestens gucken, oder was, ne? Andererseits geht uns so das Sirup aus. Perfekt. Braune Zikade. Also so ein gepflegter Winzikado ist immer ein guter Einstieg. Hust, Räusper. Oh, das war's? Ja, 3 Käfer. Ich habe sicher nicht gewonnen. Wobei, ich weiß auch nicht, was die Nulpen drauf haben. Der seltenste Käfer war der Nashornkäfer, den Bär gefangen hat. Ja, ich gewinne! Der Nashornkäfer ist der König aller Käfer! Gut gemacht, Bär. Ja, man muss nur wissen, wie man die Sprache der Käfer spricht. Je nachdem, wann und wo du suchst, kannst du verschiedene Käfer fangen. Wenn du mehr über das Käferfangen wissen willst, empfehle ich dir diese App. Du hast gesammelte Arten erhalten. Ja, viel Spaß, alles zu sammeln. Oh, genug davon. Mein Mund ist trocken und heiß wie eine Wüste. Ja, in Tagen wie diesen will man was Kaltes, oder nicht? Los, gehen wir zum Supermarkt und holen uns Eiscreme. Wenn euer Taschengeld ausreicht, ne? Müsst ihr plündern, die Sparschweine knacken. Nom nom nom, er zuerst, ist klar. Boah, hier ein Frost! Das habe ich selbst noch nie erlebt. Wir haben schon viele davon berichtet, aber ich selbst habe noch nie
Gehirnfrost gehabt. Ich glaube, ist auch besser so. Vielleicht bin ich ein bisschen immun dagegen. Puh. Warum hast du es so verschlungen? Du musst langsam essen. Aber es ist so gut. Ich denke nicht, dass ich weiß, wie man langsam isst. Ja, man kennt die Kollegen. Oh, ist es echt schon so spät? Ich muss zurück nach Hause. Mamas Lieferung wird sich nicht selbst unterschreiben. Machen wir für heute Schluss. Ich will mit meiner Vega-Watch spielen. Ich auch. Wir treffen uns demnächst wieder. Ja, bis bald. Tschüss. Das ist vielleicht gar kein so schlechtes Stichwort. Es ist zugegebenermaßen im ersten Part so ziemlich gar nichts passiert, dafür im zweiten aber umso mehr, wie es scheint. Seid also wieder dabei, würd mich freuen. Ein Däumchen wär ein Träumchen und ich sag, bis dann und ciao!